Hey Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es kein Lost Place Video, sondern ja mal ein kleiner Rückblick, was dieses Jahr schon alles auf den Touren passiert ist, wo ich war, wo wir waren. Ja, da wollte ich euch gerne einfach nochmal so mit zurücknehmen und natürlich auch die ganz alten Touren, was sich da halt geändert hat vom Filmen her, vom Ton her, wie der Ton damals war, wie er heute geworden ist. Bin jetzt knapp ein Jahr dabei mit dem Film. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch kleine Einblicke gefallen haben. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Keine Ahnung, was jetzt hier erwartet. Okay, ich würde sagen, hier haust noch einer, Leute. Hier noch ein paar Arbeitsklamotten, ziemlich neu, würde ich sagen. Der ganze Tisch. Ein Kollege guckt schon gerade im Terminkalender, ob er noch einen Termin frei hat. Ja, auf jeden Fall hier so krank Matratzen. Bin ich noch relativ. Wir müssen ein bisschen leise sein. Hey Leute, wir sind jetzt gerade ein bisschen stiften gegangen, weil wir da oben Schritte gehört haben. Wir haben auch Schatten gesehen. Und ja. Und jetzt, weil die Location ja noch nicht vorbei sein soll für euch, gehen wir noch weiter rein. Gucken, ob wir noch einen anderen Eingang finden. Oh, ja, ja, ist schon gelungen. So, Leute. In der Location, hier sind wir gerade reingekommen. Schon leider ist die nicht zerdeppert. Jetzt sind wir drin. Ey. Das sieht mir ganz nach so einer alten Boding- oder Kegelbahn aus. Ich nehme euch einfach mal mit. Krank. Ja, Leute, das war einmal eine Bowlingbahn. Jetzt endlich drin. Wir sind noch auf Gleichgesinnte gestoßen. Deswegen hat das etwas länger gedauert. Die haben uns halt einen einfachen Weg gezeigt, hier reinzukommen. Also nicht den Bauzaun hoch, sondern schön durch den Haupteingang. Ja, und jetzt befinden wir uns in der unteren Etage. Es war wohl anscheinend mal eine Grundschule, die auch mal teilweise abgebrannt ist. Also, schon ein geiles Gelände hier. Aber auch genau da hinten wieder Nachbarn. Müssen wir mal ein bisschen abchecken, aufpassen. Ja. Hier gehen auch noch die Treppen nach oben. Halt schon überall Graffiti und verwüstet. Aber doch ganz interessant. Das waren wahrscheinlich mal
Klassenräume. So wie das hier aussieht. Ja, hier haben wir sogar die Toiletten gefunden. Aber halt alles kurz und klein geschlagen. Nein, eine Toilette existiert noch. Auch nicht schlecht. Ja, typisch halt diese Schultoiletten. Ja, kennt ihr oder kennen einige von euch sicherlich ja auch noch. Hey Freunde, wir sind jetzt endlich in der Location. War echt schwierig hier reinzukommen, weil es halt direkt an der Hauptstraße ist. Wir müssen auch etwas leiser sprechen. Und wir befinden uns jetzt direkt im Badezimmer. Eigentlich noch relativ sauber. Wir wissen halt auch nicht, wie lange dieses Haus leer steht. Und ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal einfach um. Was auf der Boden hier? Wow. Hier hat wohl mal die Küche gestanden. Und hier direkt ein Kamin. Sonst gesehen. Da hat wohl jemand mal ein Kind gehabt. 96 bis 2000. 14 Jahre. Richtig interessant, Freunde. Süß. Ja, schon irgendwo süß. Ja, wir können ja mal ein bisschen rumspekulieren, wer hier mal gewohnt hat. Okay. Da steht noch was. Richtig krank, Freunde. Wow, hier gibt's auch noch weiter. Teppichboden. Der alte Sicherungskasten. Dachboden. Ich glaube, wir tun mal. Lass mal nicht was getan. Lass mal erstmal da abschicken. Von hinten ist immer doof. Oh, hier geht's auf den Dachboden, Freunde. Weiß ich. Ich habe es noch nicht von hinten. Ich auch nicht. Hier ist so. Nicht weitergehen, nicht weitergehen. Nein, ich will das noch. Der Boden geht noch. Ich bin hier auch Bescheid. Fuck, Spiegel, Alter. Scheiße, Spiegel. Ich geh nie wieder hier hoch. Ich geh da nicht hoch, Mensch. Nee. Ey, Freunde. Guckt euch mal die Decke an. Da meint man, man kommt, kann hier hochgucken auf den Dachboden. Echt ist das so ein fucking Spiegel. Und ich guck da hoch und denk, ey, da guckt mich irgendeiner an. Ey, Freunde. Ich habe mich so dermaßen erschrocken gerade. Aber wir werden hier auch nicht weitergehen. So, hier haben wir die Zimmerräume erreicht. Hier gibt es auch noch eine Etage nach oben und nach unten. Aber das ist egal, das schauen wir uns später an. Nicht schlecht, Freunde. Guckt mal, was ich hier entdeckt habe. Ja, cool. Ich befinde mich jetzt in dem Hotel. Seht euch mal die Riesenhalle an. Schaut euch das mal an. Einfach noch die komplette Bar hier drin. Krass. Ja, ich habe gehört, das Hotel hat noch eine
große Bar. Schauen wir uns die mal an, wenn ich sie finde. Wenn sie noch vorhanden ist. Ich glaube, ich habe den Weg zur Bar gefunden. Sieht zumindest ganz danach aus. Das war wohl mal die ehemalige Info. Und ja, geil. Schaut euch das mal an. Einfach noch die komplette Bar hier drin. Krass. Hier ist mal so eine gemütliche Sitzecke gewesen. Ich will jetzt nicht zu weit ans Fenster. Mal überall auf dem Wanderer rum. Hier haben wir noch ein altes Lohnsammelblatt gefunden. Von 1963. Krass. Ganz schön alt. Überlegt, ich bin Baujahr 88. Hat man an mich noch nicht gedacht. Sogar noch ein alter Monitor am Start. Ganzen Sicherungen wie immer rausgerissen. Du bist Baujahr Opa. Ich geb dir gleich, ich bin Baujahr Opa. Ja, vorne geht's noch eine Treppe hoch. Da gehen wir gleich mal gucken. Aber erst schauen wir uns hier noch ein wenig um. Ja, Freunde, hier ist schon wieder so eine Zielscheibe. Und ich habe hier so eine alte Kartusche gefunden. Ich hoffe, das sieht man ja auf dem Video. Von diesen CO2-Waffen. Auch schon leer. Also ich möchte dem Schützen nicht begegnen. Definitiv nicht. Oder was sagst du dazu? Gut, Alter. Ich brauche halt ein Toilettenpapier und Cappuccino. Aber echt, ey. Cappuccino, Klopapier. Mal schauen, ob wir die aufkriegen. Sieht schlecht aus. Nein, die ist zu. Verdammt. Dann auf geht's runter. Nochmal draußen abchecken. Hey Leute, wir haben hier noch rausgefunden, was das für eine Fabrik ist. Jede Menge Fabrikunterlagen. Stempelkarten und alles hier im Hof verteilt. Alles von 72. Hier liegen auch noch Stempelkarten rum. Da unten. Das war mal eine Korkwarenfabrik. Interessant, interessant. Schön mitten im Grün. Irgendwo und nirgendwo, würde ich sagen. Hier haben wir noch so einen alten, sieht aus wie ein Raucherbereich. Die Mitarbeiter wahrscheinlich in ihrer Pause mal geraucht haben. Mal ein bisschen dem Firmenalltag entfliehen konnten. Ja, auch schon alles wieder eingewachsen. Also, krass, ein Riesengelände hier. Alter, erschreck mich doch nicht so. Warum? Jedes Mal ärgert sie mich. Ja, hast du verdient. Hab ich gar nicht verdient. Doch. Ja, Leute, wir haben nochmal
ein bisschen in den Unterlagen geguckt. Und ich muss nicht verbessern, es ist eine Weinbrennerei gewesen. Und wir haben auch eben was gehört. Und jetzt wissen wir nicht, sind wir nicht alleine. Wir wollten auf jeden Fall jetzt nochmal ums Gebäude rum. Dann mal weiterschauen. Wir melden uns dann nochmal. Bis gleich. Hier haben wir noch ein paar alte LKW-Karossen gefunden. Wir sind jetzt einmal ums Gebäude rum. Selbe Riesengebäude. Mal gucken, ob wir noch einen Eingang finden auf die oberen Etagen. Wir wissen es noch nicht. Aber schön wär's. Ihr seht selber alles. Auch die Führerhäuser von den LKWs. Richtig platt gematscht. So Leute, das war's mit dem kleinen Rückblick aus einem Jahr YouTube. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was sich verbessert hat, was sich noch verbessern könnte. Schreibt mir eure Meinung. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Ich werde versuchen, sie umzusetzen. Ja, ich würde mich sehr freuen über eure Meinung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Lost Place Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.